Unsere Studie Modernes Arbeiten, die wir durchgeführt haben, hat ganz interessante neue Ergebnisse gebracht und ist, um ehrlich zu sein, anders als die allgemeine Meinung von der Situation. Was wir ganz klar herausgefunden haben, ist erstens, die Klassiker, Telefonie und E-Mail sind die hauptgenutzten Kommunikationsmittel. Da hat sich nichts dran geändert. Zweitens, was auch sehr interessant war, diese neuen, modernen Kommunikationsmöglichkeiten, Wikis, Chats, Foren und so weiter, all das, was wir aus dem Web 2.0 kennen, was privat sehr aktiv eingesetzt wird, ist in der beruflichen Welt kaum aktiv. Nach wie vor. Die Mitarbeiter prüfen und überlegen, wo die Mehrwerte sind, bevor sie diese Tools im beruflichen Leben einsetzen. Auf der anderen Seite, die sozialen Netzwerke, Facebook, Xing und so weiter, werden gerade mal von jedem Zehnten genutzt. Was auch eine Überraschung war für uns, weil wir dachten, dort wird viel mehr Kommunikation stattfinden. Aber es gibt da eine positive Zurückhaltung nach wie vor. Gerade in der aktuellen Diskussion zum Thema Fachkräftemangel sind ein paar interessante Themen dabei hochgekommen. Auf der einen Seite sollten wir uns klar sein, Fachkräftemangel ist nicht ein kurzfristiges Problem. Das Problem haben wir seit Jahren und werden wir über Jahre noch haben. Das ist ein grundsätzliches, strukturelles Problem. Die Idee, dass ich jetzt mit Hilfe von sozialen Netzwerken und all dem viel einfacher Fachkräfte bekomme, funktioniert nicht. Der Markt ist leer und die klassischen Methoden, persönliche Gespräche, helfen immer noch am meisten, um die richtigen Leute zu finden. Aber auf der anderen Seite hat die Studie uns eins bestätigt. Es gibt ein großes Potenzial von Mitarbeitern, die über 30 sind und nicht zu unseren Digital Natives vielleicht direkt gehören, die aber genauso gut mit der modernen Kommunikation zurechtkommen, vielleicht sogar überlegter noch mit dieser Kommunikation umgehen. Das heißt, die Behauptung, wir brauchen junge Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, damit wir überhaupt in den modernen Medien uns zurechtfinden, ist absolut falsch und nicht haltbar. Wir haben ein Riesenpotenzial bei Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die auch über 50 sind und noch mit den neuen Techniken hervorragend umgehen können. Was die Studie gezeigt hat, ist, dass es eine gewisse Abwehrhaltung gibt für Themen, die man nicht kennt oder noch nicht verstanden haben. Und das ist aber eine grundsätzlich positive Haltung, weil man verstehen möchte, was dort passiert. Und wir müssen mehr Zeit reinstecken, den Mitarbeitern zu vermitteln, wie Systeme funktionieren und welche Mehrwerte sie liefern. Ganz egal, ob es um mobiles Arbeiten geht, ums Social Network oder Ähnliches. Und Gott sei Dank gibt es auch ein sehr klares Sicherheitsbedenken bei den Mitarbeitern. Wir haben mündige Menschen. Der Gedanke, dass alle mit ihren Daten nur um sich werfen, ist absolut falsch. Die Mitarbeiter prüfen die Kommunikationsmittel in Art und Weise, wie mit ihren Daten umgegangen wird. Einer der Gründe, warum nach wie vor Telefon und E-Mail die hauptgenutzten Medien sind, ist auch, dass die Sicherheitsbedenken bei den neuen Medien, bei den neuen Tools deutlich höher sind und auch von den Unternehmen noch nicht beantwortet wurden.